zum zweiten Spiel am Wochenende war zu Hause Bad Tölz zu Gast. Und bei Grimmitschau entspannt sich so langsam die Verletzungssituation. Klotz wurde fit gespritzt und Hoferberg hat sein Kind bekommen und konnte demzufolge wieder mitspielen. Dafür fehlten weiterhin Smith, Kleinheinz und Mischkowski. 2525 Zuschauer waren im Saampark zu Gast. Nachdem Bad Tölz im letzten Jahr mit einer jungen Mannschaft den Klassenerhalt schaffen konnte, lautet das Ziel für dieses Jahr, die höheren Tabellenregionen anzugreifen. Viel Trappel gab es zu Beginn der Saison. Das Team wollte nicht mit dem altbewährten Trainer Rothkirch arbeiten, weswegen der gehen musste. Peter Opresa heißt der neue Mann hinter der Bande der Löwen und er soll sie zum Erfolg führen. Nachdem die Eispiraten am Freitag mal wieder trotz guter Leistung verloren hatten, mussten sie zu Hause gegen die Tölzer Löwen unbedingt punkten. Dafür taten die Grimmitschauer alles und konnten bereits nach 85 Sekunden die Führung durch den, wie vorhin erwähnt, fit gespritzten Christoph Klotz bejubeln. Die Zeitlupe zeigt, wie perfekt Klotz die Vorlage von Heine verwandelte. Dafür hatte sich die Anfahrt für die Fans aus Magdeburg schon mal gelohnt. 11. Spielminute. Bad Tölz bekommt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Grimmitschau über Wandermeer. Auf Bembridge und der hämmert den Puck zum 2:0 ins Tor. Super gemacht von Bembridge. Er spielt zwei Gegenspieler aus und hämmert die Scheibe unhaltbar ins linke obere Eck. Da konnte Patrick Couture im Löwentor nichts machen. Mit der Führung ging es ins zweite Drittel und hier versuchten sich wieder die jungen Spieler wie zum Beispiel Tobias Würle. Tobias Würle, er spielt sehr oft erfrischend frech auf. In ihm steckt auf jeden Fall noch viel Potenzial. Bulli im Eispiratendrittel. Einen Schlagschuss verwandelte Anton Brommersberger zum 2:1 Anschlusstreffer. Todd war hierbei chancenlos, denn ihm war die Sicht komplett verdeckt. Streckenweise bestimmten die Gäste aus Bayern im Mittelabschnitt das Spielgeschehen. Radek Todd konnte wie zum Beispiel in dieser Szene die Tölzer Überzahl erfolgreich abwehren. Trainer Ehrenberger durfte im letzten Drittel sehen, wie sein Team die fehlende Cleverness der Gäste nutzte. Peter Kattan. Witt auf Reinke und der erzielte das 3:1. Schön gemacht von ihnen beiden. Eine 2:1 Situation nutzten sie effektiv, behielten die Nerven und machten somit den wichtigen 3:1 Treffer. Löwencoach Opresa nahm kurz vor Spielende den Torhüter für einen weiteren Feldspieler heraus. Das Powerplay nützte den Gästen nichts mehr. Es blieb beim 3:1 Sieg für die Eispiraten. Ein wichtiger und verdienter Sieg und Belohnung für die eigentlich fast immer guten kämpferischen Leistungen der letzten Spiele. Wie erwartet hat Grimmitschau gut gestartet. Ich hab den Jungs gesagt, hey, sie starten sehr schnell und es war eigentlich im ersten Drittel sehr viel Tempo. Und gut, sie wurden belohnt mit 2 Toren. Natürlich findet jeder Trainer dann auch irgendwo einen Fehler, ist ganz klar. Aber im Endeffekt war das 2:0 auch verdient für Grimmitschau, weil wir einfach nach hinten zu viele Fehler gemacht haben, zu viel Raum gegeben haben. Und dafür war das 2:0 absolut verdient. Zum Abschluss der Blick auf die Tabelle. Freiburg führt die Rangliste an, um schnellstmöglich in die deutsche Eishockey-Liga zurückzukommen. Gefolgt von den derzeit gut aufgelegten Straubing Tigers und Duisburg. Den magischen 8. Platz belegt Bremerhaven.
Grimmitschau ist 11. und das Schlusslicht ist Kaufbeuren. Am kommenden Wochenende ist der EDC am Freitag zu Gast in Bietigheim-Bissingen. Zum Heimspiel am Sonntag geht's mit dem Spiel gegen Duisburg bereits in das zweite Viertel der Saison.